Achso, wir wollten. Hast du das Logo hier schon drauf? Na, haben wir doch, natürlich. Die Steine im Schuh. Na. Jetzt hör auf, mal an den Schuh zu filmen. Heute ist ein wirklich historischer Tag, will ich mal sagen, für unser Schulbauwunder. Denn heute machen wir eine Tätigkeit, wo wir wirklich alle keine Ahnung haben, wie es geht. Wir werden heute den Abwasserschacht setzen auf einer Länge von 200 Metern. Jetzt denken viele, naja, was ist denn das? Da steckt mal ein paar Rohre zusammen. So ist es nicht, sondern es ist wirklich, was ich verstanden habe, eine absolut akribische Arbeit. Deswegen haben wir uns Profis rangeholt. Hier am HSW ist mit zwei Leuten vor Ort. Fand ich richtig stark, die gesagt haben, hey, wir unterstützen das. Genau, das ist so der Start. Johann ist auch da, aber den will ich gerade nicht nerven, weil die sind schon so an der Vorbereitung und am Anfang ist das ja mal so, bis sich das alles eingespielt hat. Naja, da muss das funktionieren. Deswegen im Laufe des Prozesses werde ich euch auch noch die Akteure von HSW vorstellen. Aber bis dahin, ja. Ist los, oder Philipp? Richtig gutes Wetter heute mal, wenn man überlegt, ja, ja. Es sollte übelst regnen. Ein bisschen Regen steht noch drin, aber ja, 20%. Guck dir mal den Himmel an, ist tipptopp. So, jetzt kommen auch die Eltern hier an, sehr gut, genau. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich wirklich riesig. Ja. Das ist wirklich der Mega. Andi hat eingemessen. Ja. Wer hat eingemessen? Wer? Wer hat eingemessen? Andi, der ist heute nicht da. Den hab ich doch schon gesehen. Psst. So, was stimmt? Passt was nicht, oder wie? Nein, passt alles, Herr Weg. So, Ingo. Oh. Das ist Ingo. Ich muss kurz jetzt mal Ingo vorstellen. Du musst mal die Banner aufhängen lassen jetzt langsam. Bleib mal. Ich bin am Auto weg. Ihr macht mich. Ihr voll reingucken. Ah, ihr stresst mich schon wieder alle. So. Du musst die Vorhänge noch aufziehen hier. Ja? Zeigt sich gerade dabei, die Höhe einzubinden. Ich hab's verstanden. Merkt ihr das? Ich werde schon wieder gemobbt hier. So, dann gehe ich jetzt Banner aufhängen. Das Einzige, was ich kann anscheinend. Ja. Nur mit Profis arbeiten. Gut. Und jetzt, pass auf. Hier haben wir jetzt. Jetzt soll ich wieder irgendwas sagen, wa? Also, in diesem Paket, was mega schwer ist, befinden sich 10 tolle Banner. Wir haben nochmal Banner bestellt, damit unsere. Ja, unser Bauzeug schön aussieht. Ach so, die Rede, komm. Ich habe Banner bestellt, hängen wir auf. Jetzt ist gut. Ach so, ich wollte noch die Zange holen. So. So, warum haben wir jetzt eigentlich ein Wölkchen? Ein Wölkchen? Ja. Wir mussten ein Wölkchen bestellen, weil das Auflage von den Anlieferern war, die ja da nicht angeliefert haben. Die wollen nicht auf unser schönes, auf unseren schönen braunen Salon ihr Geschäft verrichten. Wollt ihr denen das nicht gönnen, dass die so ein Deluxe-Klo kriegen? Nee, Scherz. Ich wusste nicht, ob die das akzeptieren. Und bevor es dann, ich wollte alle Möglichkeiten ausräumen. Ich keuche, weil das so schwer ist und du filmst dabei. Das ist bestimmt genauso schwer wie meine Kamera. Da kannst du vergessen, das Ding wiegt locker 40 Kilo. Die Kamera auch. Ja, nicht ganz vielleicht. Kannst du jetzt mal nicht mich filmen? Ja. Kannst du auch mal den Himmel filmen? Ich muss schnell das hier aufmachen. Na gut. Machst du das mit deinem Haustürschlüssel? Nachher kommst du mir nach Hause rein. Ja, das. Du könntest mir auch ein Messer einstecken. Jetzt will meine ganzen Kumpels wieder lästern, warum sie ein Taschenmesser haben. So, mal einmal halten. Magst du mal nach hinten gehen? Ich hoffe, wir haben es nämlich nicht ausgemessen. Wir hoffen, dass es funktioniert. Das ist ein bisschen steck. Was? Es liegt doch von hier. So, am besten erstmal oben einmal. Das gefällt mir gut. So, wie warm ist das heute? Locker 34 Grad, wirklich. Micha, sag mal ganz kurz, wie kommt es, dass du jetzt heute hier bist und uns unterstützt? Naja, wir haben ja zugesichert als Firma HSW, euch zu unterstützen. Und da wurden zwei Kollegen gefragt, ob sie was vorhaben am Wochenende. Und jetzt Wochenende seid ihr hier. Frei und jetzt sind wir hier einfach, ja. Wenn du jetzt siehst, ich meine, wir machen das ja alle zum ersten Mal. Ist es so, dass du sagst, mit denen kann man auch was anfangen, mit den Männern, die jetzt ja, hier? Ja, na klar. Also glaubst du, die Erfolgsabsichten, Erfolgschancen? Sollte funktionieren. Sollte funktionieren. Und deswegen stehe ich ja hier und kontrolliere es. Das ist, ja. Ich finde auch, ist eigentlich auch ein schöner Job, oder? Ja. So. Aber jetzt mal, wenn ihr das als Firma macht, mit wie vielen Leuten macht ihr das jetzt, wenn ihr als Firma? Also wir sind immer zwischen 3 und 4 Leuten. Okay, und das reicht auch? Ja. Weil die einfach mit Maschinen so viel machen? Genau, genau. Okay. Und die Routine ist ja drin. Ne? Ja, ja, da, ja, ja. Unsere Baggerfahrer nehmen das schon immer auf die Höhe raus, wo wir hin müssen. Ja. Dann hast du einen Vorschipper, der kontrolliert das nach. Dann kommt derjenige, der Rohr legt, dann wird abgesandet. Also das ist ja wie ein Mechaniker, ja, der uns 100 Jahre Autos repariert. Ne? Also ja. Das ist ja Fleisch und Blut. Sag ich mal, wenn du jetzt den Graben so siehst, ist jetzt aber nicht schlecht gemacht, unser Baggerfahrer, oder? Richtig, ja. Also
Nochmal vielen Dank auch an Ronny, dass der sich hier einfach die Zeit genommen hat, 2 Tage, um das zu machen. Hat er top gemacht. Finde ich auch, ne? Ja. Gut. Vielen Dank, Michael, dass du auch hier uns unterstützt. Gerne. Sehr schön. So. So. Jetzt geht's weiter im Geschäft. Ich werde hier manipuliert auf allen Ebenen. Ich habe hier einen Tip-Top-Plan wieder aufgemacht. Partyzone. Oh, wo ist Partyzone? Achso, das also ist der alte. Fundamente mit Freischneider. Oh, das müssen wir heute echt noch machen. Um die Fundamente drumherum müssen wir mit dem Freischneider alles machen. Das müssen wir machen, aber gut. Totholz aus dem Dom schneiden, ja, auch mal eine Sache. Holzspalten, Erde auf der Fläche verteilen, das alles. Banner aufhängen, das machen die schon. Briefkasten vorne am Bauzaun befestigen, das wäre auch nochmal eine Arbeit, dass sie jetzt endlich mal passiert. Haben wir einen? Ja, wer liegt hier drinnen? Der muss einfach nur vorne befestigt werden, weil wenn ich jetzt die ganzen Genehmigungen beantrage, würde ich natürlich gleich die neue Adresse mitteilen. So, Partyzone-Ordnung schaffen. Ich will einfach mal, dass es hier nicht so echt übel aussieht, dass man so ein bisschen mal eine Ordnung schafft, weil das ist einfach mir zu... Ja. So. Also alles, was hier draufsteht, ist das, wo ich gedacht habe, das könnte man machen. Ist nicht Pflicht für heute. Genau. Wie optimistisch bist du, dass alle Punkte heute erledigt werden? Ich ahne, wir kriegen gar keinen von den Abgaben, jetzt aber ist heute nicht das Ziel. Heute ist das Ziel wirklich den Graben, weil die Firma HSW uns, wie gesagt, unterstützt und heute da ist und dann können wir die jetzt nicht hängen lassen. Also ist ja selbstverständlich. Das ist nicht so, dass die am Ende sagen, naja, habt ihr uns ja hier nicht eingeladen und gesagt, hier, wir kommen mit Eltern und am Ende stehen wir da zu zweit alleine. Nee. Deswegen sind da jetzt schon, ich glaube, 6 Leute drin im Graben. Das sind schon einige am Machen, ja. Und da geht es noch weiter und deswegen bin ich richtig stolz. Oder, Ludwig? Ja. Läuft, ne? Läuft gut. Ja. Schnauze voll, Rea? Nö, voll noch vom Wasser. Ach so. Wasser ist alle. So, 7 cm muss das Rohr reingeschoben werden. 10! 10! Oh, entschuldige. Willst du so rein oder raus? Zu mir! Hä? Ach so. Das meinst du? Da erzähle! So. Flutschi. Flutschi. Ja, das ging ja einfach. Na, aber wer sagt denn, dass es schwer ist? Hier haben wir eine Gefällewasserwaage. Hier haben wir 5 mm eingestellt. Ja? Kommentar von hinten hier. Ja? 1 Meter Länge. Und dann legen wir die drauf. Wenn die Waage dir ansagt, dann hast du alles richtig gemacht. Ja? Ein Wunschkonzert. Ach so, okay. Sieht doch einmal frei aus. Trollchen, oder? Guck, bist du natürlich zur Stelle. Das weißt du was? Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe gerade gar nicht gefilmt. Sehr gut. Also Rea arbeitet hier noch und nöcher. Ich habe schon eine Blase. Echt? Ja. Wofür? Übel. Tennisarm, Blase. Ich opfere mich hier wirklich körperlich. Also, der HSW-Mensch hat gesagt, dass ihr wirklich eine fähige Mannschaft seid. Wollte ich noch mal kurz wiedergeben. Ist das deine Motivationsrede? Nee, ich fand das wirklich, also man ist ja auch so, wenn man sowas macht, dann denkt man sich ja auch immer, okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und klar liegt es auch an der Vorarbeit, die da jetzt auch durch eine Person geleistet wurde. Gut. Guck mal, sag mal, weiß Johann eigentlich, dass sein T-Shirt so dreckig ist von hinten? Ja, das ist extra. Dann vorhin hat er mich gefragt, du kannst mir ein bisschen Dreck auf den Rücken schmeißen, damit auch man denkt, ich habe hier was gearbeitet. Also ich wollte heute da hinten ankommen. Ich weiß nicht, wo ihr hin wollt. Ja. Wollt noch am Strand? See? Wir kommen noch an. Komm noch an. Hast du Angst, dass du es nicht schaffst? Mit der Einstellung auf jeden Fall. Ich habe da vorne schon bis da vorne alleine gebuddelt. Ja, ich habe da ein bisschen vorgearbeitet. Ich komme jetzt wieder rein. Wie kommst du da rein? Gehst du den langen Weg oder springst du jetzt hier? Naja, ich kulär. Ich kann das tatsächlich am Backflip oder Frontflip oder Doubleflip.
Alles kein Problem. Hat jemand ein Handy dabei, um die Krankenwagen zu holen? Aber du willst uns nicht sehr demotivieren mit deinem Krankenwagen. Richtig. Also wenn jetzt Wasser wäre, würde ich das machen, aber... Das war schon spektakulär, muss ich sagen, oder? Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ja. Hab ich drauf. Was kommt nach dem Tennisarm? Bandscheibe. Rücken. So, wie lange ist das denn aussieht? Guck mal, wie weit er sich nach vorne wegarbeitet. Ja, hier ist der weiche Sand. Ja, ja. Einmal ein Beispiel, wie ich hier schippe. Ja? Also wirklich so ganz easy, ne? Guck mal, so entspannt, ne? Und dann kannst du jetzt mal Reha filmen, wie viel der schafft. Und jetzt wundern sich alle, warum ich 3 Kilometer im Voraus immer schon da bin. Reha, Joe ist der Meinung, er wäre jetzt im Schippen ein bisschen schneller als du. Wie siehst du das? Sonnlich ist alles schön, ne? Ist jetzt so ein bisschen wie Äpfel und Birnen vergleichen, ne? Nee, nee. Also wir gehen da jetzt mal ins Detail. Ich glaube, Joe hat heute noch gar keine Lehmader entdeckt. Ja, hier ist harter Lehmboden. Der schippt da gerade Sand hin. Und die Lorbeeren, auf denen sich da Joe ausruht, basieren auf Sand. Jetzt bitte nicht filmen. Wer hat denn so eine Idee hier? Selbst hier! Wie eine Maschine. Ich weiß gar nicht, warum Bagger erschaffen wurden. Meine Frau hat gesagt, ich soll nicht so viel reden. Ja, damit wir auch gefunden werden, bauen wir jetzt unseren Briefkasten an. Sonst, Johann, bist du zufrieden? Warum sollte ich nicht zufrieden sein? Das war ja nicht meine Frage. Was würde es ändern, wenn ich nicht zufrieden wäre? Dann würde ich dich in den Arm nehmen und dich trösten. Das wollen wir jetzt alle sehen, wie ihr euch umarmt. Das ändert ja nicht. Schön nass geschwitzte Umarmung. Nein, aber angesagt war 50 Meter am Tag. Klar, ist unrealistisch. Man schafft wesentlich mehr. Nee, ich glaube, die hatten 50 Meter gedacht mit Ausgraben. Ausgraben, ja. Ja. Und wir haben ja den Graben schon tipptopp vorbereitet. Ja. Muss ja. man aber sagen, hat Ronny wirklich gut gemacht, oder? Ja. Ja. Also wir müssen jetzt nicht so viel nacharbeiten. Nee. Ich meine, das Nacharbeiten ist wirklich, kannst du ja dir auch nochmal zeigen, ich habe eine übelste Blase hier. Ja. Oh, hier, das ist meine übelst fette Blase. Oh, erste Hilfe, oder? Richtig schmerzhaft. Andrea hat hier... Hm? Ja, du nicht, aber du hast ja auch Hornhaut wie ja, ich an meinen Füßen. Das wollten wir jetzt alle nicht wissen. Aber grundsätzlich ist es so, was haben wir geschafft heute? Wir haben den Regen überstanden. Freischneider haben wir gemacht. Was ist das hier? Totholz aus dem Dom. Haben wir gemacht. Waren wir gerade drinne. Holzspalten haben wir nicht gemacht. Oh, nee. Liegt noch was da. Erde auf der Fläche verteilen haben wir nicht gemacht. Banner aufhängen. Oh, ja, haben wir gemacht. Hm? Weißt du, wie lange es gedauert hat? Ich glaube locker 4 Stunden. Hm? Briefkasten. Machst du mal Haken hin? Ja, hab ich ja reingemacht. Hier, Yannick, auch Briefkasten befestigt. Ja, auch. Partyzoneordnung haben wir nicht geschafft. Und Löcher vor Reifen haben wir auch nicht. Also man muss sagen, die Abwassergeschichte war ja unser Hauptthema. Da haben wir alles Manpower reingeschickt, was irgendwie nur geht. Ja. Und haben wir gut geschafft. Haben wir wirklich gut geschafft. Gut geschafft. So. Ja, und toll, dass das Wetter mitgespielt hat. Mir fällt gerade auf, das letzte Auto, was wir gedreht haben, ich weiß nicht, da saßt du da draußen in den Stühlen oder auf den Stühlen. Ja, da war richtig schlechtes Wetter. Da war schlechtes Wetter, es war duster, grau in grau und jetzt haben wir hier puren Sonnenschein. Heute haben wir einen Kopfschuss gekriegt. Ja. 25 Grad, Sonne pur, kein Schatten im Graben. So, dann kannst du mal auf zu drehen jetzt. Völlig. Nach einem erfolgreichen Baueinsatz. Und das Video zu Ende ist, freuen wir uns immer, wenn ihr unser Video abonniert, kommentiert und Daumen hoch. Ein paar weise Worte zum Ende. Weise Worte. Viel Wasser, aber nicht zu viel. Und immer ein Bagger im Rücken. Dann läuft es. Das hast du bei.
Aber nur wenn der Schindler ihn fährt, oder? Nee. Dazu sage ich jetzt nichts. Ja, fahr los weiter hier. Ciao, ciao.